Na, mein Süßer. Ja, alles gut, alles gut. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Hier zur dritten Folge von Mad Max. Letzten Folge haben wir hier unsere Karosserie. Vielleicht kann ich hier so einen coolen, mega krassen Gang machen. Unsere Karosserie hier aus dem Friedhof herausgeholt. Und jetzt geht's quasi so ein bisschen ans Eingemachte. Wir werden jetzt hier gleich wahrscheinlich erfahren, was wir alles mit den Schrottteilen zu machen haben. Und deswegen gehen wir mal hier zu Charm Bucket. I need more than just a body and some wheels. Hey, man! Huh? We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Huh? I'll fashion a harpoon. Die Arbeit der Rechtschaffenden. Okay. With the harpoon, Sang, we'll gain entry into many sealed places. Huh? May also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies. Rip off doors. Er hat ja schon ein bisschen Schrott für uns gehabt, falls wir noch nicht so viel Schrott gesammelt haben. Aber wir hatten schon vorher ein bisschen was. Und ja, wir können halt dieses Auto voll und ganz ausstatten, sei es von der Karosserie her, natürlich selbstverständlich in Sachen Schutz, aber auch an Waffen und ein bisschen natürlich auch an Leistung für den Motor. Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. It's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For it's just there for safekeeping. Okay, dann denken wir uns mal nichts Böses dabei. In seinem Bett ist er wieder Haken. Ja. Gut, ja, wir denken, wie gesagt, jetzt einfach mal nichts Böses. Achso, hier haben wir im Übrigen Wasser. Inwieweit der für immer hier gefüllt ist, wir können mal gucken. Oder Wasser ist da. Achso, ne, ist nur, glaube ich, nur Rost. Dann, mal gucken, wo war jetzt die Feldflasche gewesen? Hier. So, der Widerhaken. Bring Scham den Widerhaken. Er hat ja gesagt, es ist halt wirklich sehr gut für irgendwelche Ortschaften, die weiter versteckt sind. So, hier ist der Widerhaken. So, dann gehen wir mal los. Willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standardharpune. Und selbstverständlich können wir dann auch dann später upgraden. Max hat den Widerhaken und genug Schrott beschafft, um den Standardharpune anzubauen. Also einbauen. Standardharpune für 15 Schrott kaufen. Ja. Erfolgreich gekauft. Okay, alles klar, wo ist jetzt eigentlich die Harpune? Achso, die ist jetzt das Ranne. Wo auch immer die jetzt gerade hier ist. Wo ist denn jetzt hier die Harpune? Egal. Was haben wir jetzt hier alles? Wir können ja alles Mögliche wählen. Jetzt sollen wir ein Rammgitter nämlich kaufen. Okay. Ja. Erfolgreich installiert. So, da ist nämlich der Rammgitter. Das ist schon mal gut. Müssen wir jetzt noch was machen oder war es das erstmal? So, ja, das war es erst einmal. Alright. Let's do it. Verlasse Schams Versteck. Okay. Dann drehen wir mal eine nette Runde mit denen hier. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Rami could damage our front, but it should work.
Ah, die Vogelscheuchen, okay. Also sollen wir jetzt dagegen fahren? Puff. ja, wie muss ich jetzt? Soll ich die Harpune jetzt benutzen? Ah, nee. Nein. Da oben ist noch eine. Wie kommen wir da am besten hoch? Was, für was war jetzt die Vogelscheuchen genau? Habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist natürlich gut. Paff! Er ist doch der Letzte. Achso, mir sind noch ein paar offen. Ach, guck mal, hier ist ja noch Schrott. Ach, ich bin ja auch eine Nase. Da ist ja auch noch Schrott. I'm going. Wait here. Müssen wir nochmal da kurz mal runter und mal gucken, ob wir da vielleicht was vergessen haben könnten. Ja, haben wir. Zack. Ich wollte mal die Harpune ausprobieren. Ich dachte, das mache ich mit der Harpune, aber okay. So, hier ist noch eine Vogelscheuche. Ah, jetzt aber. Sieht ihr das Lager vom Aussichtspunkt aus an? Können wir gleich mal machen. Ist hier irgendwo Schrott? Nö. Doch, da. Nee. Ach, schade. So, Bucket, los. Ich nenne dich Bucket. Chumps ist irgendwie ein bisschen so komisch. Klingt wie so komische Hexenserie. Also, Bucket, auf geht's. Aber Bucket, der braucht wesentlich mehr Leistung, Junge. Wir können ja sowieso, wenn wir die Mission dann geschafft haben, wir haben ja noch einiges am Schrottteilen, können wir mal gucken, was wir noch so alles ein- und anbauen können. Dann gucken wir uns mal um. Okay, was ist ein Warcrier? Ach, wir haben ja schon reingezoomt. Gates defended. Tor wird verteidigt. Haben wir noch irgendwas? Wir können auch gar nicht weiter reinzoomen. Das war's, wa? Bin ich der Meinung. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Der kotzt gerade anscheinend. Aber das war's doch jetzt hier, oder? Ach, da, guck mal. Sniper out front. That's all. Ach, okay. Ein Sniper, ein Warcrier und ja, am Tor wird auch noch verteidigt. Die äußere Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn man sich einem Lager nähert, herrscht dort Alarm. Wenn sich der Alarmanzeige vollständig geführt hat, wird die Verteidigung des Lagers gestärkt und deutlich gefährlicher. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Wenn es leicht verteidigt sein soll, wird schon.
Schalt den Sniper aus. Okay. Bin mal gespannt, wie ich das jetzt hier schaffen soll. Wie mache ich das am besten? Komm. Hallo. Wo ist hier wieder unsere Harpune? Da. Was habe ich jetzt? Nein. Ich wollte ja eigentlich... Flammrohr am Turm. Okay. Okay. Gut, wir können auch hin und her schleudern. Ist er jetzt tot oder nicht? Ich denke mal schon, wa? Okay, jetzt können wir, glaube ich, das Tor hier angreifen, wa? Ja. Nice. Okay, hier mache ich alleine weiter. So. Wer will hier mit mir kämpfen? Okay. Bist du denn für ein Freak? Wenn du dich einem Warcry näherst, schlägt der Alarm. Wenn sich der Alarm vollständig gefüllt hat, werden Gegner in der Nähe gestärkt und sind so deutlich gefährlicher. Ne? Ich hab gar keine... Die werden stärker, aber wenn sie trotzdem besiegen, dann ist ja alles in Ordnung. So, was machen wir mit dir da oben eigentlich? Mäßige Warcry, indem du die Winde am Fuß des Krans zerstörst oder ihn mit der Flinte Schrotflinte abschießt. Oh. Okay. Dann gucken wir uns das alles mal an. Ja, wie gesagt, sein Fahrzeug war ja hier drin gewesen. Historisches Delikt, das sind, glaube ich, seine Sachen, wa? Ja, Max, we missed you, come back soon. Ach, Mann. Will I ever come back? Also, sein Fahrzeug, was sie ihn entnommen haben, ist weg. Vorher mal kurz mal hier umgucken. Ob ich noch irgendwas finde? Viel ist es aber nicht. So. Ja, wo ist er denn? Oh shit, Sandsturm. Wow, wow, wow. Messer, nehmen wir mal was noch mit. Und das ist der Sandsturm. Der ist wirklich ziemlich heftig.
Shit. Müssen wir lang? Da lang. Ey, müssen wir lang hier? So. Boah, ist das laut. Ja, wie lange sich denn mal Sandsturm hält, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber das in der Wüste mit Auto, das ist dann schon ziemlich heftig. Sagen wir trinken mal hier so ein bisschen was. Dann können wir sie nicht nochmal auffüllen. Muss sowieso mal gucken, wie der Ton dann wird beim Aufnehmen. Okay, mehr Wasser hatten wir jetzt auch nicht mehr gehabt. Und noch welche Schrottteile hier? Oh, guck mal hier, ja. Ich weiß vorhin nicht, was wir dafür 103 Schrottteile repariert haben, aber ich glaube... Ah, shit. Also so viel dazu. Ich kann nachher mal gucken. Was ich noch alles so anbauen kann. Jetzt habe ich jetzt richtig viel für irgendeine Reparatur verballert. Hallöchen. Hallo. Geht's denn da lang? Ah, da geht's wahrscheinlich runter, wa? Wo geht's denn hier lang? Wir gehen einfach trotzdem mal hier runter. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schönes. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schrott. Ist natürlich eine etwas größere Anlage, wo wir vielleicht mal gucken sollten, ob wir hier ein paar Schrottteile finden. Dort haben wir, glaube ich, Munition. War da Munition? Da war wohl ein Patronensymbol gewesen. Ja. Da komme ich, glaube ich, leider nicht so ran. Also wir gucken uns erstmal hier so ein bisschen um. Wir brauchen ja ein paar Schrottteile. Es ist jetzt, Großareal war jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Es ist jetzt nicht extrem groß. Aber trotz all dem sollte man sich jetzt schon mal umschauen, ob man hier... Oh, guck mal, da ist er ja. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Okay. Bis später, Kumpel. Gut, der Sandsturm hat auch mal wenigstens aufgehört. Hallöchen, Leute. So, wer will, wer hat noch nicht. Oh, jetzt wurden wir einmal getroffen. Oh, nicht gut. So, jetzt haben wir Wut freigeschaltet. Dementsprechend sind unsere Schläge weitaus effektiver. Wir sind schneller, besser. Ja, und oben rechts fühlt sich das dann quasi wieder aus. Durch die ganzen Kettenschläge. So. Erstmal gucken wir uns hier noch so ein bisschen um. Was haben wir jetzt hier genau? Na, hallo? So. Also, wir haben Insigning ist noch einer und 4 Schrottteile sind noch hier übrig.
Gucken wir uns also mal ein bisschen hier um. Da haben wir noch ein Schrottteil. Hier oben wird vielleicht noch was sein. Schrott. Vielleicht auch noch ein bisschen Munition. Waffen. Nee, wieder nur Schrott. Oder? Ja. Die Pumpe benötigt Explosionen. Alles klar. Können wir schon bereitstellen, aber ich will eigentlich am liebsten nur mal gucken. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt hier alles hier hochjagen, ob wir noch die anderen Sachen suchen können. Deshalb, was sagt denn die Zeit hier? Ja, ja, ja. Lass mal kurz hier fallen. Also da habe ich geguckt. Da ist jetzt nichts weiter. Komm, wir gehen mal kurz nochmal runter. Gucken wir uns nochmal ganz kurz hier um. Verzeihung, aber will ich mal ganz kurz hier nochmal durchmachen. Wir waren da gewesen. So. Aber ich bin der Meinung, ich hätte ja noch anders einen anderen Weg gehen können. Guck mal. Ich komme mal nämlich runter. Hier war nichts weiter gewesen, deswegen, aber da geht es nämlich nach oben. Und hier haben wir. Okay. Dosen bewegen sich einfach so. Haben wir hier oben nämlich noch was? Ah, hier haben wir Munition. Schon mal gut. Und Schrottteile. Ja, immerhin Datte. Das können wir trotzdem nochmal wieder zurückgehen. Denn der Sandsturm ist jetzt auch vorbei. Jetzt sehe ich ein bisschen besser was. Vielleicht habe ich hier irgendwas vergessen. Hier war ein Schrottteil gewesen. Hier ist nichts. Hier auch nicht so weit, wa? Hallöchen. Nö. Haben wir hier irgendwas vergessen? Kann das sein? Hey, den Turm müssten wir nochmal ausschalten eigentlich. Aber ist jetzt auch vollkommen egal. Ich zoome jetzt hier keinen Wolf ab. Vielleicht können wir ja später nochmal hier hin. Dann jagen wir die ganze Sache mal hier in die Luft. Wenn wir dann zum Ende kommen sollten, dann können wir ganz gerne nochmal uns dann anschauen, was wir noch am Fahrzeug-Upgrades hier tätigen können. Zack, 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 zack. Einmal hier entlang. Runter. Hier war ja nichts weiter gewesen. Da waren wir schon. Hier muss ich lang. Ja, sonst war ich eigentlich über. Ach, guck mal hier. Ich bin ja auch einer. Mann, 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 ey. Voll in der Nähe. Achso, einfach halten. Immerhin Ditte. Und Schrott, ja. Gut, habe ich jetzt nicht alles gefunden. Kann aber sein, dass es der Turm da oben ist. Den Turm, den Sniper-Turm, den ich nicht zerstört habe. Von daher, ja.
aufgelöst. Sehr schön. Ja, ihr kennt das Spielprinzip immer so ein bisschen. Dann ist ein Lager aufgelöst und dann ist da weniger los und weniger Truppen sind unterwegs. Ja, einen Schrott habe ich nicht gefunden. Ich glaube mal, können wir gleich mal gucken. Das müsste wirklich beim Sniperturm sein. Schade, dass ich nicht irgendwie hier zurück kann. Aber okay. Ja, wie habe ich sonst alles mitgenommen? Dann beeilen wir uns mal, dass der Bucket nicht so lange hier warten muss. So, Weg hier wieder zurück. Toll, jetzt bin ich alle dreifach gelaufen. Ich laufe und laufe durch die Gegend. Oben war ich. Hier ist nichts weiter. Hier war, glaube ich, auch nicht mehr gewesen. Also können wir auch wieder zurück machen. Und dann gehen wir Bucket quasi zurück ins Versteck. Und da können wir uns ganz gerne nochmal einmal anschauen, was wir denn an Verbesserung vornehmen können. Oh. It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. Okay. Dann haben wir einen anderen Plan. Plan B also. Dann gucken wir uns quasi in der nächsten Folge an, was denn mit Max hier los ist und warum er so geheimnisvoll ist. Aber doch noch wenigstens eingerissen. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann ergründen wir mal, was denn so Geheimnisvolles an Max ist, weswegen wir noch nicht jetzt wieder zurück ins Versteck gehen. Ja, um unser Fahrzeug weiter aufzubereiten. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small